Danke, Frau Oppenfeld. Ja, hallo, ich grüße Sie. Danke für die Einleitung. Also es ist jetzt wirklich tatsächlich so eine Art wirklich Probe. Ich weiß nicht genau, wie gut das funktioniert. Ich habe sowas noch nie gemacht, aber ich probiere es jetzt mal aus. Das Ganze ist, die Idee ist eigentlich entstanden und das möchte ich, ich möchte diese Gelegenheit jetzt zum Anlass nehmen, kurz ein bisschen die Werbetrommel zu rühren. Unser Studiengang in Hannover, sprich der Studiengang Informationsmanagement, wird 40 Jahre alt in diesem Jahr und wir haben eine Jubiläumsfeier geplant und jeder der Professorinnen und Professoren sollte etwas beitragen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich mache einen KI-Quiz vor dem Hintergrund, dass ich unter anderem am Studiengang für so Fächer wie Informations- und Maschinenethik zuständig bin. Und da ich überhaupt nicht einschätzen konnte, was für räumliche Bedingungen ich haben werde, habe ich gesagt, okay, ich mache irgendwas, womit ich möglichst unabhängig von Technik bin. Und ich mache es auch deshalb analog, weil es mir einfach Spaß gemacht hat, mal irgendwas zu machen, wo eher diese haptische Dimension auch noch ins Spiel kommt. Ja, das vielleicht, weil Sie sich sicher wundern werden, wie man zu einem so zutiefst digitalen Thema ein komplett analoges Quiz machen kann. Aber das nur so vorweg gesagt. Ja, und ich habe ganz kurz noch zu, als, wie soll ich sagen, Werbung oder Bekanntmachung, ich habe vorne auf dem Tisch liegen Flyer vom Studiengang und liegen auch Einladungskarten für unsere Jubiläumsfeier. Die wird sein, oh Gott, ist es der 11. Oktober oder der 10.? Hat jemand, der Freitag zumindest, der Tag von den beiden, der Freitag ist, den ganzen Tag über und Sie sind alle herzlich eingeladen, nach Hannover zu kommen und daran teilzunehmen. Ja? Wie gesagt, das genaue Programm gibt es dann im Internet, aber Sie finden dort den, auf den Karten den Link auf das Programm und auf die entsprechende Seite. So viel mal vorweg. So, jetzt, das hier sieht jetzt ja erstmal relativ verwaist aus, was auch bedeutet, Sie sollen jetzt wirklich aktiv werden. Also dieses Quiz ist jetzt so gedacht, dass hier zwei Gruppen aktiv gegeneinander spielen und diese beiden Gruppen sollten aus jeweils mindestens zwei Personen bestehen. Das heißt, ich brauche ja zunächst mal Menschen, die bereit sind, sich darauf einzulassen. Ich sage mal, dass es dieses Quiz einfach wirklich jetzt mal zur Unterhaltung, zur Auflockerung gedacht ist, dass es darum geht, dass ihr ein bisschen ihr Wissen über, zum Thema KI überprüfen können sollen. Ich muss gucken, wie ich mit der Zeit hinkomme. Wahrscheinlich werde ich heute drei Runden spielen, morgen drei andere Runden spielen, nach unterschiedlichen Methoden. So viel mal vorweg. Und es ist alles ganz harmlos. Also niemand wird hier irgendwie bloßgestellt oder so. Das heißt, ich bräuchte jetzt erstmal einfach Leute, die bereit sind, mitzuspielen. Also ich spiele. Okay, also vielleicht einfach mal schon mal kommen. Ja. Ich brauche mindestens vier Personen, maximal acht. Ja, okay. Manche Menschen kenne ich ein bisschen, andere weniger. Deshalb würde ich vorschlagen, Herr Neher und Herr Kriegsbaum, die würde ich gerne in unterschiedlichen Gruppen sehen. Das ist nur fair. Und, Präferenz? Ist mir vollkommen egal. Das ist mir jetzt komplett egal. So, okay. Wir können bis, Gruppenstärke kann bis zu vier Personen sein. Möchte noch jemand mitspielen? Der Ahnung hat. Ich habe bereits eine Person, die sich netterweise als Zeitwächter zur Verfügung gestellt hat. Danke nochmal. Und ich bräuchte jetzt noch eine weitere Person, weil ich glaube, ich damit sonst irgendwie hier überfordert sein werde und es zu viel Multitasking ist für mich, die bereit wäre, die Punktestände der Gruppen, die sie in den jeweiligen Runden erzielen, hier zu dokumentieren. Da wäre es schön, wenn sich eine Person fände dafür. Ja, danke. Kommen Sie dann. So. Gut, danke schön. Sie können im Prinzip, damit Sie nicht die ganze Zeit stehen müssen, können Sie sich hier hinsetzen. Ich gebe Ihnen Zettel und Stift und Sie halten einfach fest, wie viele Punkte die Gruppen in jeweiligen Runden machen. Das hier ist jetzt mal, sage ich mal, die rote Gruppe, das ist die grüne Gruppe. Wie gesagt, also Sie müssen mir nachsehen, wahrscheinlich wird also nicht alles so reibungslos laufen, wie es vielleicht ganz schön wäre. Es ist eine absolute, ist ein Experiment. So,
Die erste Runde, in der ersten Runde geht es um ein Zuordnungsspiel. Sie bekommen, also beide Gruppen bekommen 8 Bilder von mehr oder weniger berühmten Robotern. Und sie bekommen jetzt gleich von mir. Das ist nicht mein Gebiet. Peppa kenne ich noch. Sie bekommen gleich 8 Namen von mir und sollen dann sozusagen die richtigen Zuordnungen treffen. Jetzt frage ich mich gerade. Guckst du meine? Da liegt auch noch. Ja, nee. Wir haben nichts, oder? Wir liegen ein paar Zeichen. Mein Name. Entschuldigung. Wir haben hier sowas wie Carol. Ah ja, okay, da sind sie. Sorry. Ja, das meine ich. Mit solchen Sachen muss ich eben. So, okay. Also ich verteile jetzt erstmal schon mal die Namenszettel. Sie sind Gruppe Grün. Sie sind Gruppe Rot. Und jetzt, Joachim, du kannst es vielleicht auf der Seite machen, dann würde ich es hier machen. Ich würde jetzt die Bilder abdecken und dann haben Sie haben 2 Minuten für die, Sie haben 2 Minuten für die Zuordnungszeit. Ja? Und sobald es aufgedeckt ist, so. Wir haben keine Nummer, also ja, das muss ich auch nicht sagen. Wir haben ja 8 okay. Karten. So, und jetzt beginnt die Zeit. Sie messen die Zeit. Also es fängt schon an. Ja, ja, wir müssen es da drüben. Achso, genau, Sie können das so. Das ist Regel, das sind die Sachen, die Sie haben hier so Knetgummiartige und Sie haben. Ich gebe euch. Weiß ich nicht, ja. Das ist so berühmt scheint die Hände zu sein. Das ist alles relativ. Carebot. Das Ding ist doch total bekannt, aber ich weiß nicht, wie der heißt. Ich glaube, es könnte. Wenn es mit der Zeit so gar nicht hinkommt, dann nehmen wir immer noch eine Minute länger. Ja, okay. Ja, okay. Ja, okay. Geht das mit dem Knicken? Das können Sie auch. Ich bin ja gerade schon auf den Kiez. Nein, bitte. Ich habe so einen Stecker genommen. Achso, ja. Es sind nur noch 3 Einladungen. So, und wenn es von hier ist, dann können wir helfen. Nee, also. Das gilt nicht. Wie, und dann ist denkt, dann guckt man den Buzzer und die anderen müssen aufhören? Nee, eigentlich kriegt, haben wir gesagt, 2 Minuten, die sind noch nicht um. Achso. Eine Sekunde. So. So, macht es schnell noch, irgendwo. Papa ist nämlich ein Bilder. Okay, so. Ja, ich sag jetzt. So, wir gucken uns das Ergebnis an. Also, der erste. Der erste Roboter, den wir da oben sehen, das ist Hitchbot. Das ist eine Entwicklung von kanadischen Wissenschaftlern. Der ist sozusagen als trampelnder Roboter konzipiert worden und dann sozusagen auf die Reise geschickt worden. Es ging darum zu sehen, also ein bisschen mit der Frage, ob man darauf vertrauen kann, dass also so ein Roboter auf die Kooperation mit Menschen vertrauen kann, weil er konnte sich nicht selbstständig fortbewegen, er war darauf angewiesen, mitgenommen zu werden. Das ist Hitchbot. So, der zweite Nao ist einer, der viel auch bei Roboterspielen, sozusagen Fußballwettkämpfe mit Robotern und so weiter zum Einsatz kam. Dann haben wir hier Atlas,
Das ist richtig ein Ziel, also ein Roboter, der aus 28 Gelenken besteht, Hindernisse überspringen kann, Türen öffnen kann und irgendwie so zum Einsatz als Rettungsroboter gedacht ist. Hier haben wir Paro, Robbe, die in der Arbeit mit demenzkranken Menschen vor allen Dingen eingesetzt wird. Dann haben wir hier Aibo, ein Hund von Sony entwickelt, der sich teilweise halbwegs hundeartig gebärden kann. Ja, Pepper ist vielleicht der bekannteste, ich muss mal gerade gucken, ja. Der bekannteste sozusagen und auch am vielseitigsten zum Einsatz kommende Service-Roboter im Auskunftsbereich. Es gibt eine Bibliothek, die ihn einsetzt, nämlich die an der TH Wildau etwa, auf Kreuzfahrtschiffen im Tourismus und so weiter. Relativ vielfältig. Carobot wäre dann ein Helfer im Haushalt, aber auch im Pflegebereich, der dann an die Einnahme von Medikamenten erinnern kann, der im Notfall einen Arzt verständigen kann, der aber auch in drei Saturn-Märkten in Deutschland zum Einsatz kommt, als Einkaufsassistent. Als ziemlich langsamer Einkaufsassistent, mit dem man viel Geduld haben muss, wenn sie zwischendurch sich, also wenn man sich dann mal so Videos anguckt. Ja. Und da unten haben wir Mion, auf den komme ich später oder spätestens morgen nochmal drauf zurück. Da möchte ich jetzt erstmal das mal so stehen lassen. So, rechnen wir das zusammen. Wie viele richtige haben wir? Wir haben hier einen richtigen. Drei und drei. Was? Da sind drei richtige und hier sind drei richtige. Okay, gut. Wunderbar. Ja. Okay. Das war die erste Runde. Ja? So, zweite Runde. Da geht es jetzt sozusagen um Schätzfragen. Und zwar habe ich mir verschiedene Studien angeguckt zum Thema Befindlichkeit der deutschen repräsentative Studien, zumindest vom Anspruch her, von dem, was die Studien selbst sagen, Befindlichkeiten und Empfindlichkeiten der deutschen Bevölkerung in Sachen KI und Algorithmen und habe da ein paar Ergebnisse rausgesucht. Und es geht jetzt darum, dass ich jetzt sozusagen es geht darum einzuschätzen, wie viele Prozent sich einer bestimmten Antwortmöglichkeit zugeordnet haben. Und diese Antwortmöglichkeit werde ich hier zweimal vorlesen. Und dann haben Sie, ich muss mal gerade gucken, was hatte ich gesagt, eine Minute Zeit, würde ich mal sagen, nachdem ich zweimal die Frage vorgelesen habe, sich zu besprechen. Und dann würde ich Sie bitten, mit diesem schwarzen Stift, damit das Publikum das sieht, das ist jetzt egal, hier die umdrehen, einfach eine Prozentzahl zwischen 0 und 100 auf den Zettel zu schreiben. Und wer näher dran ist, kriegt den Punkt. Ja? So. Wir haben ja Sitzproblem. Okay. Sie sind bereit? Okay. Dann, ich lese zweimal vor, danach beginnt die Zeit. Also, die erste Frage ist, wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung lehnen es ab, von einem Pflegeroboter am Krankenbett gepflegt zu werden? Ich wiederhole die Frage nochmal, wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung lehnen es ab, von einem Pflegeroboter am Krankenbett gepflegt zu werden? So, und ab jetzt... Das ist eine Stunde Diskussion, das sind lauter alte Leute, die das ganz toll fanden, weil sie keine Lust hatten, dass Menschen ihnen den Hintern absetzen. Aber ich kann es nicht mal. Das ist Ablehnen. Ablehnen, ne? Wie viel lehnen es ab? Die Deutschen sind die Japaner. Das heißt, die Japaner haben das. 60% unserer Roboter sind aufgestellt. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Das wäre jetzt nur meine Idee. Das war eine ganz spannende Diskussion. Okay, dann können wir die Zeit verkürzen, wenn beide fertig sind. Dann würde ich Sie bitten, das mal ins Publikum zu halten einmal. Gruppe Grün sagt 60% und Gruppe Rot sagt 75%. Die richtige Antwort lautet 56%. Das heißt, Gruppe Grün ist näher dran und kriegt dran. So, die nächste Frage, die ist ein bisschen lang. Also ich, wie gesagt, lese sie zweimal vor. Wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung sind der Meinung, selbstfahrende Autos sollten so programmiert werden, dass sie ihre eigenen Passagiere opfern, wenn dies die Gesamttodesfälle bei einem Unfall minimiert? Ja, ich lese es nochmal vor. Wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung sind der Meinung, selbstfahrende Autos sollten so programmiert werden,
dass sie ihre eigenen Passagiere opfern, wenn dies die Gesamttodesfälle bei einem Unfall minimiert. Das ist so ethisch. So, jetzt maximal eine Minute. Ich möchte nicht geopfert werden. Das geht so. Sie können natürlich jederzeit im Geiste oder auch mit Ihrem Nachbarn zusammen mitraten. Das ist, glaube ich, nicht. Kennen Sie dieses Theaterstück, wo jemand ein Passagierflugzeug erschossen hat? Und 90% der Bevölkerung wollten ihn nicht bestrafen. Ich würde sagen, höchstens 10% wollen das. Vielleicht bekommen wir auch 20%, aber ich weiß es nicht. Ja, dann wird lieber 20%. Vielleicht bin ich völlig falsch, aber wenn wir zwei schon hier sitzen und denken, wir wollen nicht. Ich glaube, ihr habt, könnt ihr die Dingsstifte nehmen, damit ihr es hier schafft. So, ich glaube, demnächst reichen wahrscheinlich auch 30 Sekunden aus. Dann schauen wir mal. Also Gruppe Rot sagt 95%. Und Gruppe Grün sagt 20%. Also das liegt ja schon wirklich sehr weit, würde ich sagen. Und die richtige Antwort lautet 48%. Also das ist ungefähr 50-50. Jetzt müssen wir mal gerade, Sie sind dafür zuständig zu rechnen, wer näher dran ist. Ja, okay. Also der Punkt geht an die Gruppe. Ich finde das noch viel. So, dann dritte Schätzfrage. Dritte Schätzfrage, lese ich zweimal vor. Wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung sind der Meinung, dass es der Polizei erlaubt sein sollte, jemanden auf Basis einer KI-Voraussage zum Verhör festzusetzen? Ich lese die Frage nochmal vor. Wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung sind der Meinung, dass es der Polizei erlaubt sein sollte, jemanden auf Basis einer KI-Voraussage zum Verhör festzusetzen? 30 Sekunden. Genau, wir erschweren jetzt die Bedingungen etwas. Das glaube ich auch wegen Terrorismus. Irgendwann sind es bestimmt 4. Das ist das bundesweite Verfahren in Berlin. 50% mindestens. Ich würde mir sagen, ich würde fast 70 oder 80. Ich kann dazu nichts sagen, ich nehme die Wortlaute und kann jetzt auch ein bisschen sprechen. Nee, es gibt ja noch keine vernünftige. Genauso wie Sie den Leuten auch wirklich dann machen wir 60? Okay. Das heißt, gewisse Bedeutung. Okay. Sehr entschieden. Wir haben hier 60% und hier haben wir auch 60%. Und in Wirklichkeit sind es 32%. Und ich würde sagen, jetzt kriegt keiner der Grundpunkt. So. Und jetzt kommen wir. Egal, im Endeffekt. Die letzte Frage. Nee, das hätte ich auch nicht gedacht, dass die Scheiße so vernünftig ist. Ja, so. So, letzte Frage. Letzte Schätzfrage. Wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung empfänden es als Betrug, wenn der Partner bzw. die Partnerin Sex mit einem Sexroboter hätte, ohne es zu sagen? Ich lese es nochmal vor. Wie viel Prozent der deutschen Bevölkerung empfänden es als Betrug, wenn der Partner bzw. die Partnerin Sex mit einem Sexroboter hätte, ohne es zu sagen? 3 Minuten. Ich glaube, mein Lebenswerk, der würde das nicht ernst nehmen. Ja? Ich weiß es nicht. Oder er würde mich für völlig bekloppt halten. Wie sieht das bei ihm? Ich weiß es nicht. Nummer 5. Was muss man mit dir machen? Das ist auch 80%. Ich glaube, das ist tatsächlich ernst genommen. Ja. Echt? Ja. Also ich hätte jetzt 30% gesagt. Aber wir machen das jetzt mal so, dass du das. Okay, ja. So. Dann bitte ich die Gruppen das entsprechend. Hier haben wir also auch wieder ein sehr stark auseinandergefallen. 80% zu 15%. Und die richtige Antwort wäre 56%. Rechnen bitte. Ja. Und zwar fallen hier es ist sehr geschlechtsspezifisch, das Antwortverhalten, es fällt ziemlich auseinander. Bei Männern sind nur zu 47%, empfinden es nur zu 47% als Betrug, Frauen hingegen zu 64%. Echt? Okay, Punkt geht an Grün. So, die rote Gruppe.
Okay, das war die Runde mit den Schätzfragen. So, die dritte Runde, das wird eine klassische, wie man sie auch von Quiz-Sendungen kennt, eine Multiple-Choice-Runde, nur eben jetzt nicht mit Kahoot umgesetzt, sondern eben sozusagen hier in Papierform. Jetzt kommen diese farbigen Karten zum Einsatz, die Sie da auf dem Tisch haben. Es gibt jetzt 8 Multiple-Choice-Fragen. Ich würde sagen, für jede Frage 30 Sekunden Zeit zum Antworten. Ja? Also versuchen wir, wenn das zu viel ist, dann gehen wir auf 20 Sekunden hoch. Das wäre so die Standardeinstellung bei Kahoot und so, kann man mal gucken. Es gibt immer 4 Antwortmöglichkeiten. Jede Antwortmöglichkeit ist eine Farbe zugeordnet. Und Sie halten dann bitte die Karte, also die Karte in der Farbe hoch, der Antwortmöglichkeit, von der Sie glauben, dass es die richtige ist. Ja? Ich decke das jetzt gleich auf, damit das ist dann auch nochmal visualisiert, dass wir visuelle Unterstützung haben. Lese die Frage vor, sage einmal die Antworten und danach, wenn ich Frage und Antwort vorgelesen habe, danach würde ich Sie bitten, dann mit der Zeitmessung zu beginnen. Ja? Also wenn. So, okay. Die erste Frage lautet, woher stammt das Wort Roboter? Rot aus dem Russischen, Blau aus dem Tschechischen, Grün aus dem Slowenischen und Gelb aus dem Spätmittelhochdeutschen. So, und jetzt 30 Sekunden. So, okay. Brauchen wir wahrscheinlich gar nicht. Wir gehen noch 20 Sekunden runter, ich glaube, das wird reichen. So. Und da irgendwie alle Gruppen schon sich entschieden haben und sehr entschieden sind, können wir es jetzt im Fall abkürzen. Also würde ich Sie bitten, einmal die Karten hochzuhalten. Aus dem Russischen, das ist falsch, es kommt aus dem Tschechischen. Das ist von einem tschechischen Dramaturgen sozusagen ins Leben gerufen worden, dessen Bruder roboterartige Menschen in einem Theaterstück auftreten ließ, die sozusagen quasi Arbeiten verrichteten, die sonst eigentlich sozusagen Menschen obliegen. Also es kommt, die Wurzeln dieses Wortes sind sowas wie Wohnarbeit, Zwangsarbeit. Und da ist es tatsächlich zum ersten Mal verwendet worden. Gut. Dann bereit für die zweite Frage? So, jetzt kommen wir auf Mion zurück, den Roboter, den wir eben gerade haben. Wo spielte der Roboter Mion mit? Zur Auswahl stehen Rot, Oper, Blau, Kinofilm, Grün, Musical und Gelb, Theaterstück. 20 Sekunden. Mion war im Übrigen, ach so, das sollte ich vielleicht nochmal sagen, der unten derjenige, der da in diesem Fall so ein bisschen umgedient auf der Bank sitzt. Opa kann man auch schließen. Ist vorbei? Die 20 Sekunden? Okay, so, dann jetzt bitte. Ich will klar. Und zwar gleichzeitig, sodass Sie sich gegenseitig beeinflussen. Sie sagen Kinofilm, das ist falsch, richtig wäre Oper gewesen. Also Mion hatte einen Auftritt in der komischen Oper in Berlin, in einem Stück, das ich nannte My Square Lady, ich glaube von Menschen und Maschinen. Da gibt es auch im Internet, kann man sich Videos zu den manchmal ziemlich mühsamen Proben mit Mion angucken. Das war sozusagen der Einsatzkontext von Mion. Gut, nächste Frage, bereit? So, jetzt ist ein bisschen die literarisch Bewanderten gefragt. Die Frage lautet, welcher Schriftsteller hat gerade einen Roman über eine Dreiecksbeziehung veröffentlicht, bei der eine Person ein Roboter ist? Gerade meint jetzt, ich kann es spezifizieren, im Mai dieses Jahres. Zur Auswahl stehen Rot, Leon de Winter, Blau, Ian McEwan, Grün, Paul Auster und Gelb, Martin Suter. 20 Sekunden. Und nach 20 Sekunden wirklich Karten zücken, sodass dass sie sich nicht gegenseitig beeinflussen können. Sie können es sehen. Auch diese Antwort ist falsch. Es war Ian McEwan. Maschinen wie ich, ein Roman, der jetzt im Mai erschienen ist.
So. Bereit für die nächste Frage? So. So, jetzt kommen wir wieder auf Hitchcock zurück. Das war der Roboter ganz am Anfang, der erste sozusagen, den wir hier oben gesehen haben. Und die Frage, wodurch endete die Reise des trampenden Roboters Hitchcock? Rot, er wurde von Unbekannten zerstört. Blau, sein Akku ließ sich nicht mehr aufladen. Grün, es nahm ihn keiner mit. Und Gelb, er wurde von Unbekannten gestohlen. Und jetzt 20 Sekunden. Und die Assistentin darf eigentlich nicht noch mal. Ja. Okay. So, jetzt haben wir mal zwei unterschiedliche Antworten. Das ist ja sehr schön. Also, es nahm ihn keiner mit und er wurde von Unbekannten zerstört. Richtig ist die Antwort rot, er wurde von Unbekannten zerstört. Also, der wurde sogar sehr, sehr, also seine erste Reise ging durch Kanada, ungefähr 6000 Kilometer, hat alles wunderbar geklappt. Die zweite Reise durch Deutschland, begleitet von Galileo, von diesem Wissenschaftsmagazin. Dritte Reise durch die Niederlande und ich glaube im Jahr, das war dann im Jahr 2015 und 2014, in Philadelphia, die vierte Reise in den USA. Die hat er dann nicht mehr überlebt. Er war bewusst so konzipiert worden. Ich weiß, ich glaube, das war so der Körper, ein Plastikbierfass, also aus die Arme und Beine, so Schwimmnudeln, also aus ganz einfachem Material, sodass er nicht zum Diebstahl einlud, aber gegen Vandalismus konnte man ihn halt nicht schützen und er wurde dann von Unbekannten zerstört. Und damit endete seine Existenz. Das ist schon in den letzten Jahren passiert. Gut, nächste Frage. Warum wurde der Chatbot Tay von Microsoft nach nicht einmal 24 Stunden wieder abgeschaltet? Rot wegen technischer Probleme, blau wegen rassistischer Ausfälle, grün wegen homophober Ausfälle und gelb, weil er gehackt wurde. 20 Sekunden. Nee, Chatbot ist Software. Also ist dann quasi, ne? So. Wir warten auf den Dong. So, und wegen rassistischer Ausfälle, das ist jetzt diesmal richtig. Also er hat dann zum Beispiel, also der wurde irgendwie über Twitter lanciert und dann haben sofort Trolle versucht, ihn entsprechend sozusagen quasi zu rassistisch zu manipulieren. Und er hat dann zum Beispiel solche Sätze gesagt, Hitler hat recht, ich hasse alle Juden oder sowas. Ja, also hat den Völkermord geleugnet und so weiter. Gut. Okay. Das war... Kommen wir zur nächsten. So, das ist jetzt wieder ein Ergebnis aus einer dieser besagten Studien, aus denen ich vorhin auch diese Schätzfragen generiert habe. Die Frage ist, was trauen die Deutschen der KI bis zum Jahr 2025 am wenigsten zu? Rot ein Nummer 1-Hit komponieren, blau ein Drehbuch für einen Blockbuster schreiben, grün Krebs heilen und gelb eine Lösung für den Klimawandel finden bzw. gefunden haben. 20 Sekunden ab jetzt. So, Gruppe Rot. So, wir haben jetzt einmal eine Lösung für den Klimawandel gefunden haben und Krebs heilen sozusagen. Das wären auch die beiden Antworten, auf die ich gewettet hätte. Richtig ist aber tatsächlich ein Drehbuch für einen Blockbuster schreiben. Diese, die anderen, alle, also Rot, Grün und Gelb, diese Antworten liegen alle so in 20%. 20%, also 20% trauen es so und. Den Drehbuch für einen Blockbuster schreiben, das trauen der KI nur 13% zu. Ja? Was auch darauf verweist, dass KI womöglich auch mal so eine Alibi-Funktion
entwickeln kann, wo man sagt, okay, wir müssen uns eigentlich gar nicht mehr drum kümmern, das macht dann alles die KI. Ne? Also so zum Beantworten. Und die Leute, die wissen, was das Wort Blockbuster auf Deutsch heißt. Die 30 Minuten lernen jetzt. Okay, ich muss mal gerade gucken, wie viel. Das passt dann aber auch ziemlich gut. Es kommt jetzt, glaube ich, noch. Ja, genau. Es kommen noch ein, zwei Multiple-Choice-Fragen und dann sind wir durch mit den 300 und dann rechnen wir zusammen. So, also nächste Frage. Frage ist, woran scheiterte das 2015 eröffnete weltweit erste Roboterhotel in Japan? Rot, es kamen zu wenig Gäste. Blau, die Wartung der Roboter erwies sich als zu teuer. Grün, das Hotel verstieß gegen geltende Gesetze. Und gelb, die Roboter verursachten zu viel, ich sage jetzt mal, menschliche Arbeit. Und 20 Sekunden. Aufs Knöpfchen. So, das Votum. Haben wir einmal die Wartung der Roboter erwies sich allzu teuer und die Roboter verursachten zu viel Arbeit, wobei das natürlich nicht ganz trennscharf ist, weil die Wartung natürlich auch Teil der Arbeit ist, aber hier geht es darüber hinaus und richtig ist in diesem Fall die Antwort gelb. Es war halt tatsächlich so, dass sich die wenigen menschlichen Angestellten in diesem Hotel permanent darüber beklagten, dass diese Roboter so viel Arbeit machen und die Grundidee von Robotern ist ja eigentlich gerade Arbeit abzunehmen. Ja, und es gibt eine Geschichte finde ich besonders schön. Jeder Gast bekam einen persönlichen Assistenten in Form eines Roboters fürs Zimmer. Es gab auch keine Zimmertelefone mehr. Und diese Assistenten waren aber zum Beispiel nicht in der Lage, Schnarchgeräusche als solche zu identifizieren, sondern sprangen dann nachts an und sagten dann, ich habe Sie nicht verstanden, können Sie das in der Wohnung machen? Dass die Gäste wachen und dann ein bisschen Prost war. Also solche Sachen zum Beispiel. Also das fand ich so eine ganz schöne Geschichte. So, jetzt kommt eine Frage, die wirklich so für die Fachmenschen ist, also es geht schon relativ tief, eher so in die KI bzw. in ein Teilgebiet der Robotik rein. Die menschliche Akzeptanz für Roboter bricht schlagartig ein, wenn sie den Menschen zu sehr ähneln. Und dieses Phänomen hat einen Namen. Es geht jetzt darum, was ist der Name, wie nennt man dieses Phänomen? Zur Auswahl stehen Rot Innocent Valley, Blau Uncanny Valley, Grün Untrue Valley und Gelb Unknown Valley. Unschuldiges Tal, unheimliches Tal, unwahres Tal oder falsches Tal, wie auch immer, unbekanntes Tal, zu Deutsch. 20 Sekunden. So, jetzt haben wir einmal Untrue Valley und einmal Innocent Valley. Beide Antworten sind falsch. Richtig wäre Uncanny Valley. Man spricht ja manchmal auch von unheimlicher Ähnlichkeit. In diese Richtung geht das. Ja, also es wird den Menschen unheimlich, wenn Roboter zu menschenartig sich gebärden und zugleich aber noch als Roboter zu erkennen sind. Ja? Dann fällt sozusagen diese Sympathiepunkte, die erstmal am Anfang stärker sind, wenn sie den Menschen ein bisschen ähneln. Also ein menschenartiges oder ein Wesen auf zwei Beinen wird wahrscheinlich eher positive Emotionen bei uns auslösen als ein Industrieroboter, aber irgendwann verkehrt sich das dann in sein Gegenteil. Gut, jetzt müssen wir gleich gucken. Achso, das war's, genau. Das waren die 8 Fragen. Jetzt, achso, genau, das waren die Sachen, die mir gegangen sind. Können Sie mir jetzt bitte mal die Ergebnisse für die jeweiligen Runden sagen? Haben Sie die? Die erste Runde war unentschieden. Mit? 3-3. Okay, dann hatten wir 3-3 in der ersten Runde. Die zweite Runde hat Team Grün gewonnen mit 3-0. Okay. Und die dritte Runde hat auch Grün gewonnen mit 3-1. So, das sind sehr einfache Rechnungen. Wir haben hier 4 Punkte für Gruppe Rot und wir haben 9 Punkte für Gruppe Grün. Damit haben wir einen eindeutigen Sieger. Ja, eine
Kleinigkeit als hoffentlich ja als Belohnung, nämlich in Form von ein paar Weingummi-Robotern, die Frau Offenfeld dankenswerterweise besorgt hat. So. Achso, ja, nee. Also Dankeschön fürs. Dankeschön. Ja gut, dann bedanke ich mich bei den Mitspielern und auch beim Publikum. Wenn Sie Lust haben, morgen würde dann die Fortsetzung, morgen Vormittag folgt die Fortsetzung mit den nächsten drei oder mit den letzten drei Runden. Dankeschön. Okay.